Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur Reckoning. Ich hoffe nicht, dass ich irgendwie in meiner letzten Aufnahme gesagt hatte, dass ich irgendwas plane, questmäßig. Aber ich meine, ich durfte es mir aussuchen und ich bin hier gelandet bei Tirens Geheimnis. Dafür habe ich mich entschieden als nächsten Nebenquest. Und der lautet, offenbar schmort irgendwo im Brunnengewölbe ein Gefangener, aber niemand will mit mir darüber reden. Tja, dann muss ich mich wohl selbst in der Höhle umsehen. Und genau das werden wir jetzt mal tun, denn ich hatte hier damals in diesem Dorf, ich kann auch nochmal hier zurück... Kurz. Der Feie ist eine Kreatur des höchsten Bösen und ein Feind von jeglichem Guten. Nein, hör auf zu sabbeln, da oben ist schon wieder die Quasseltante. Und ja, ihr kennt das Dorf. Also wir sind hier auf jeden Fall in Erathel wieder, Erathel-Ebenen, genau. Und hier ist die Stadt Tirin, da, die kennt ihr auch schon. Wenn ich wieder rausgehe, dann erkennt ihr das schon wieder. Und ja, irgendjemand hatte mir mal erzählt, es gibt einen Gefangenen. Dann musste ich dann überzeugen, dann hat er mir das erzählt. Also ist hier nicht alles ganz koscher. Und jetzt sollen wir uns umschauen, was denn hier im Argen ist. Denn es gibt ja nicht nur hauptquestmäßig viele Dinge, die passieren hier in dieser Welt von Amalur. Oh, das ist aber schwierig, den zu öffnen. Es gibt ja auch andere Dinge. Und das wird bestimmt nichts. Das wird niemals was. Das ist schwierig. Na komm, schaffst du den, schaffst du den, schaffst du den. Den hätte er doch fast geschafft hier. Komm. Nein. Ach. Mach an auf. Jawohl. Sehr gut. Und das, obwohl unsere Schlösserkunde wirklich nicht gut entwickelt ist. Aha, das sind also diese Gewölbe. Wieso nehmen die denn jetzt hier jemanden gefangen? Warum? Und ich werde jetzt hier mal meine Dolche nehmen. Ja, hier nähert sich jemand, aber ich werde mal die Ratte hier eben erledigen. So, und jetzt nehme ich wieder meine anderen Waffen. Die Sonnenwende. So, alle Ratten weg. Nee, die möchte ich nicht haben. Ich will keinen Schund haben, aber die meinen, hier nähert sich jemand. Wissen die jetzt schon, dass ich hier komme? Anscheinend. Ich kann das aufschließen. Ihr seid nicht Nil der Weiße und nicht die Priesterin. Seid ihr gekommen, um zu lachen oder um eine Weissagung zu betteln? Das ist also Ada. Was macht ihr hier überhaupt? Und wer ist Nil der Weiße? Er und die Priesterin haben mich hierher gebracht. Er kehrt gelegentlich zurück, um mit seinen wirren Gedanken zu prahlen. Aha, was macht ihr hier? Nein, gar nichts. Ich träume. Ich kann die Grenzen dieses Kreises nicht verlassen. Ach, der Arme. Ja, aber warum seid ihr denn hier? Was ist das für ein Kreis? Wollt ihr befreit werden? Geh ich mal. Ist das doof. Ja, aber warum seid ihr hier? Weil die Priesterin und Nil der Weiße mich hierher gebracht haben und ich nicht fort kann. Was ist das für ein Kreis? Es ist ein Gefängnis aus mächtiger Magie. Aus der Magie der Kinder des Staubs. Eine Magie, die mir fremd ist. Der Arme. Wollt ihr befreit werden? Ja, mehr als alles andere. Doch wie ihr seht, kann ich das nicht. Das Tor kann nur Nil der Weiße mit seinem Schlüssel öffnen. Und dieser Kreis, mein wahres Gefängnis, kann allein durch Worte gebrochen werden, die nur die Priesterin selbst kennt. Mhm, wie kann ich euch befreien? Seid ihr deswegen gekommen? Ihr braucht Nils Schlüssel, um das Tor zu öffnen. Die magischen Worte der Priesterin werden mich aus ihrem Kreis befreien. Die Priesterin ist es, die da von oben, die gerade noch gesabbelt hat? Sie saugt die Kraft aus meinen Gliedern und nutzt sie für sich selbst. Sie ist wie die Zypresse, die bei Windstille aufrecht steht, sich aber bei der leichtesten Brise neigt. Mhm. Und Orakel? Sie haben mich gefangen, um die Zukunft zu erfahren. Sie wollten Reichtum und Glück. Als ich ihnen das nicht geben konnte, bespuckten sie mich, nannten mich Tuatha und gingen.
Ach, der Arme. Schlüssel und magische Worte finden, Türschlüssel, magische Worte, alles klar. Ja. Dann machen wir uns mal auf die Suche. Wir wollten ja eh hier irgendwie mal in die Ecke schleichen. Oh, da ist irgendwas. Dahinter, aha. Ist hier auch was? Außer Kisten. Öffne die mal. Was ist denn da drinne? Ich nehme mal das und das mit. Das Schwert nicht, aber Schilde können wir auch gerne zwischendurch vergleichen, weil unsere Schilde sind auch nicht so super Bombe. Ja. Ist aber sehr schwer zu öffnen. Wie soll ich das denn immer so schaffen mit meiner schlechten Schlösserkunde? Und warum kann ich in die Richtung auch noch? Was ist da? Da oben kann man nämlich auch noch lang, aber komme ich da nicht her? Ich dachte, hier komme ich her. Tierens Sanktuarium. Dann... Tja, was mache ich denn dann mal? Ich werde nur mit meinen schlechten Dietrichen es nochmal probieren, ob ich da reinkomme. Aber ob ich das schaffe, weiß ich nicht. Wahrscheinlich sollte ich dann zur Priesterin gehen, weil ich brauche ja ihre Worte. Ich versuch's mal. Ich habe nur noch 10 Dietriche. Ah, das war Nummer 1. Ah. Nein. 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 Oh, der, ich dachte, jetzt wird's was. Willst du mich veräppeln? Ich habe keine Dietriche mehr. Also das wird schon mal nix. Ich brauche neue Dietriche. Beziehungsweise eigentlich brauche ich bessere Schlösserkunde. Ha, werde ich das dann überhaupt hier lösen können, den Quest? Ich weiß es nicht. Ach, hier ist ja auch noch eine Truhe. Ja, lustig. Das wird wohl nichts, aber vielleicht kriegen wir ja schon mal ihre Wörtchen raus. Mal gucken, was die dazu überhaupt zu sagen hat, hier einfach so einen Gefangenen unten zu halten. Haltet an Lyria fest, oh, denn Göttin, sie ist die Göttin der Macht, und Heuchlerin. Sie entscheidet, wer lebt und wer stirbt. Wir tragen Lyrias Namen stets auf unseren Lippen. Ah ja, ich bin so unschuldig. Ich habe ja nur einen Gefangenen unten. Ich habe Ada gesehen. Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. Nö. Und da verschränkt meine auch schon so die Arme. Warum habt ihr das getan? Wie durchbreche ich den Kreis? Tut mir leid, mein Fehler. Wie bitte? Beschuldigt ihr eine Tochter von Lyria des... Wisst ihr, wer ich bin? Ja? Wie durchbreche ich den Kreis? Wenn ihr darauf besteht, Unsinn zu reden, werde ich euch bitten, Tirins Rast zu verlassen. Ja, ja. Ich bin ja nur die, die hier deinem Volk ständig hilft. Ach, aber sie kann mich noch heilen. Ich habe euch nichts mehr zu sagen. Oh, irgendwie muss ich die überzeugen. Tut mir leid, mein Fehler. Euch ist verziehen, denn es ist Lyrias Natur zu vergeben. Ja, ja. Keine Ahnung. Ihr da. Sorgt dafür, dass in meinem Heiligtum eine Wache postiert ist. Aha. Sehr interessant hier. Ihr da. Oh, ich bin so heilig. Oh, ich verkünde Liebe und Frieden im Namen von Lyria. Und jetzt mach hinne und mach mir mein Bett und mein Essen und ich will wachposten. Hier, ich schnack mal mit ihm hier. Mit Weißer Nil. Ihr seid kein Flüchtling, nicht wahr? Nein, so seht ihr nicht aus. Keine Feien, keine Flüchtlinge. Nicht in Tirins Rast. Ich weiß von Ada. Ah, es ist nicht schön. Doch es ist nötig. Wenn ihr all das gesehen hättet, was ich gesehen habe, diese Kreaturen sind eine Gefahr. Oh, 41% ist nicht viel. Bedrohung? Er ist kein Tuata. Alle Feien sind gleich. Sie sehen harmlos aus, aber in Wahrheit sind sie eine Gefahr für alle Alfach. Alfach, gebt mir den Schlüssel. Ich habe euch nichts zu sagen. Ich will den Feind sehen. Ich versuch's mal. Ihr seid also auf dem Weg nach Chlorikon? Und ihr wollt sehen, wogegen wir kämpfen? Im Moment ist es die Sommerbrut, doch die ist nicht weniger gefährlich. Nehmt diesen Schlüssel und seid diskret. Nun denn. Na dann.
Das hat ja schon mal geklappt. Dann muss ich den Mist ja nicht aufbrechen, ne? Dann klappt das ja vielleicht auch nochmal hier. Mensch, doch. Jetzt laufe ich hier unten lang. Das ist nicht schlau. Ja, ja, dann habe ich ja jetzt den Schlüssel. Das ist ja schön. Haltet Frieden in Tirins Rast. Ja, Frieden, Frieden, Frieden. Ich bringe den Frieden hier. Ich bin immer die, die die ganzen Konflikte hier löst. Dreckige Flüchtlinge. Ja. So. Haltet an Lyria fest, denn sie ist die Göttin der Macht und des Schicksals. Lauf sie entscheidet, durch. Wer lebt und wer stirbt. Komm doch jetzt hier durch. Wer gedeiht? Ne? Genau. Ich gehe jetzt hier unten durch und dann müsste das doch klappen, oder? Ich kann es ja mal probieren. Oder brauche ich jetzt noch die Worte? Oder kriege ich das, kriege ich die... Nee, das passt gar nicht, ne? Ach doch, das geht. Wer ist da? Zeigt euch! Hier, ich bin's. Ich wüsste gerne, was ihr da drinnen gemacht habt. Obwohl, eigentlich bin ich doch ganz froh, es nicht zu wissen. Einen schönen Tag noch. Ja, ebenso. Was ist da eigentlich drin? Dann geht hinein und seht selbst, verdammt. Ich halte euch nicht auf. Mhm. Burrengewölbe, was ist das eigentlich für ein Gewölbe hier genau? Wir nutzen es als so eine Art Gefängnis. Die normalen Zellen sind dort drüben. Allerdings haben wir kaum Verwendung für sie. Eigentlich gar keine, um ehrlich zu sein. Und dann ist da noch, nun, das, was hinter dieser Tür liegt. Und das geht weder euch noch mich etwas an. Was ist denn mit der Priesterin? Es gibt nicht viel, was ich euch über die gute Priesterin erzählen könnte. Unter anderem deshalb, weil ich mir nicht sicher bin, ob sie uns nicht hören kann. Selbst jetzt. Ihre Macht bedeckt dieses Dorf und sie umhegt es wie ein Neugeborenes. Und dabei erstickt sie es auch manchmal, wenn ihr mich fragt. Mhm. Ja, dann sollten wir uns vielleicht nicht so oder eher aufpassen bei ihr. Iranau, sag mal was zu Weißer Nil. Er ist der alte Wachhund der Priesterin, nichts weiter. Und außerdem mein Kommandant. Sie sagt Bell und er bellt. Beiß und er beißt. Er sorgt dafür, dass die Miliz und ich uns ordentlich verhalten. Und sitzt auf seiner Bank. Das ist alles. Naja, ich habe jedenfalls seinen Schlüssel bekommen. Oh. Wollte ich nur mal gesagt haben. Sind das alles hier für Leute? Aha. Hi. Kann ich euch helfen? Weiß ich nicht. Tirins Rast, Miliz. Keine Vagabunden, keine Bettler, keine Feinde. Okay. Ja? Hi, Florian Brennack. Das sagt mir doch auch was. Den haben wir doch selber reingebracht. Ihr stattet eurem alten Freund also einen Besuch ab. Ich schätze, ihr denkt, ihr hättet das Richtige getan, nicht wahr? Da sieht man, wie gut ihr Tirins Rast kennt. Dazu muss ich ein bisschen ausholen. Ich glaube, dieser Florian Brennack, den habe ich hier reingebracht in den Knast, weil das war einer dieser Nebenquests, die ich selber gemacht habe. Man sollte nachts irgendwo lauern und es wurde gefragt, wer das Geld von den Spenden für die Flüchtlinge oder so... Oder für die anderen, nee, für die anderen, für die Militärsleute, klaut. Da wurden Spenden gesammelt und ich musste auch spenden, obwohl ich gar nicht wollte. Und dieses Geld ist halt weggegangen und dann habe ich den halt erwischt. Und dann habe ich Bescheid gesagt, dass der hier das Geld gestohlen hat und der hat sich auch ganz toll erklärt. Und deswegen sehen wir den jetzt hier unten, weil ich ihn hier reingebracht habe. Aber das ist halt nur so ein kleiner Nebenquest gewesen. In Ordnung. Florian, Mensch, schön, dich mal wieder gesehen zu haben. Ja. Die laufen hier so rum. Kann ich euch helfen? Nö, im Moment nicht. Toll, ein leichter Dietrich. Ich weiß aber nicht, wer da in den Zellen steckt. Das muss ich noch mal ein anderes Mal rausfinden. Haltet Frieden in Tirins Rast. Jo. Ach, das war ich Krabbelpulver. Ja, alles klar. Ja. Ja, dann gehen wir mal hier in diese komische Höhle. Ausgang. Weiß nicht. Was ist denn hier? Galafor. Nee, ich will doch eigentlich auch nicht... Ich will doch gar nicht zurück.
Und es hieß ja, dass jetzt hier irgendwas ist und ich würde jetzt doch irgendwie gern wissen, was denn hier so... Was ist denn? ...Schlimmes ist. Weil es ja gar nichts los eigentlich. Ja. Jetzt hängen wir hier unten in den Gewölben und nu? Vielleicht nochmal zum Fragezeichen da irgendwas besabbeln. Ach nee, das geht ja hier. Warte. Doch, das geht jetzt hier. Guck mal. Ah ja, okay. Jetzt können wir auch mit Ada reden. Der ist jetzt frei. Können wir den dann jetzt auch rausholen? Oder brauchen wir jetzt nicht trotzdem noch ihre Worte oder wie? Aber wir reden mal mit ihm. Das Tor ist geöffnet. Doch ich bin nicht freier, als ich es zuvor war. Könnt ihr diesen Kreis durchbrechen, Sterbliche? Kind des Staubs. Ja, ich glaube schon. Oder? Nee. Mist. Seid ihr deswegen die magischen Worte der Priester? Ja, die magischen Worte. Ich meine, jetzt habe ich schon mal den Schlüssel, ne? Ist ja auch schon mal was. Wie komme ich denn jetzt an ihre dusseligen Worte? Was muss ich denn dafür tun, um sie zu überzeugen? Werd dich schon noch überzeugen hier, du Olle. Oder auch nicht? Was soll ich denn... Hä? Ist hier oben irgendwas, wo ich hin muss? Ha? Ist hier was, womit ich dich überzeugen kann? Hängt hier irgendwas in den Wölben? Hm? Aha. Zauberbuch. Tierens Rasthymne, die wollte ich eigentlich nicht. Das Buch ist auf einer Seite mit verschiedenen Zaubern der Heilung und Fluchumkehr geöffnet. Eine umgeknickte Ecke lässt eine Seite hervorstechen, die Spuren häufiger Benutzung trägt. Der Zauber Kreis der Bindung beschreibt ein kreisförmiges Gefängnis, das nützlich ist, um magische Geschöpfe festzuhalten. Die Beschreibung enthält auch die Worte, um den Zauber wieder zu bannen. Ah. Dann kann ich ja... Sie hat sie ja jetzt anscheinend sich automatisch gemerkt und... Ist hier noch irgendwas, was interessant ist? Ich vergesse übrigens auch immer, dass ich vorlesen will. Wir haben voll viele Bücher und Sachen, die wir uns durchlesen könnten. Und ich mach's nur nicht. Weil wir immer so viel zu tun haben, dass ich nicht zum Vorlesen komme. Aber irgendwann nehme ich mir nochmal die Zeit. Vielleicht schaffe ich es ja noch Ende diesen Parts, irgendeine Kleinigkeit mal zu gucken, die interessant wäre. Guck mal, ich kann dich jetzt befreien. Ah, meine Gabe kehrt zurück. Gutmütiges Kind des Staubs, nehmt dieses Geschenk an. Findet mich zwischen Hügel und Tal. Wenn ihr verletzt seid, werde ich euch heilen. Toll, Heilung. Ich muss diese Höhle zuerst für eine Weile verlassen, Sterbliche, und mich durch das Land erneuern. Ja, mach mal. Ist okay, ich gönn's dir. Du hast im Moment keine aktive Quest, nee. Ich hab ihn befreien. Jetzt latschen wir hier zusammen entlang. Und wo soll ich ihn dann finden? Ich habe schon wieder nicht aufgepasst. Komm, wir gehen mal ein Stück zusammen hier. Ich gehe so selten mit jemandem zusammen. Links, zwei, links, zwei. Und weg ist er durch die Tür? Soll ich dich mal vorbeilassen? Zack, weg, weg war er. Ich will auch weg. Ich komme hinterher. Bist jetzt hier auch noch? Nö. Aber kriege ich jetzt richtig Ärger von denen? Mir doch egal. Ich lasse die einfach hier beten. Irgendwann wird sie ja merken, dass er nicht mehr da ist und ich hier rein und raus gelaufen bin. Und die sind ja sowieso zu doof, um irgendwie zu verstehen, dass ich hier immer alles mache. Habe ich jetzt hier Feinde? Achso, das sind die Feinde auf dem Weg. Nee, das ist in Ordnung. So, das Städtchen, das meinte ich. Das kennt ihr doch, ne? Und jetzt haben wir hier auch neue Sachen, die schaue ich mir aber... Was habe ich jetzt gesagt gehabt, dass ich was vorlesen sollte mal? Sollte ich das vielleicht auch mal tun. Aber vorher gehe ich... Lasst euch Kullen eine Lehre sein. Hallo. Gehe ich noch mal zum Ausrufezeichen. Jene, die Julias Willen missachten, werden von ihren Stürmen fortgefegt. Bitte, könnt ihr mir nicht helfen? Doch, meistens schon. Ich muss jemanden finden, der zur Tyrvili-Küste reist. Es geht um meine Tochter. Und was ist denn los? Was ist mit eurer Tochter geschehen? Anela hat eine Gruppe von Flüchtlingen in das Dorf Kullen geführt. Ich sagte ihr, sie solle nicht gehen. Aber sie war schon immer ein stures, kleines Mädchen. Ich hätte schon längst von ihr hören müssen. Und die Karawanen sagen, dass an der Küste Tuata gelandet sind. Wenn Anela etwas zugestoßen ist, weiß ich nicht, was ich mache.
Bitte, helft mir. Ja, klar, helfe ich hier deinem Kind. Bezahlt mich zuerst. Welche Flüchtlinge? Es ist 10 Jahre her, dass wir die Tuatha aus diesem Land vertrieben haben. Und dennoch leben die Flüchtlinge weiterhin in Zelten auf der verlassenen Ebene. Sie haben davon gesprochen, Kullen neu zu besiedeln. Anela hat eingewilligt, sie nach Kullen zu führen. Mhm. Ich weiß nicht. Soll er mich echt zuerst bezahlen? Will ich sowas überhaupt? Ich werde die schon finden. Ja, komm, bezahl mich mal. Damit ihr es einsteckt und euch aus dem Staub macht? Oh nein. Eben. Würde ich an seiner Stelle auch so. Ich werde Anela finden. Wirklich? Endlich. Metaru segne euch. Anela hat die Flüchtlinge zu den Ruinen von Kullen an der Tyvili-Küste geführt. Sucht dort nach ihr. Wenn sie verletzt ist, bringt sie in Sicherheit. Wenn sie tot ist. Wo ist Kullen? Die Ruinen liegen südlich von Rathir und dem alten Schlachtfeld. Wenn es Schwierigkeiten gab, haben die Siedler sich vielleicht versteckt. Vielleicht im Dorf. Ja, vielleicht. Wer ist denn Anela eigentlich? Erzähl mal was über das Mädchen. Ich weiß, was Kullen ihr bedeutet hat. Sie war bei unserer Flucht noch ein Kind. Doch das... Das ist Irrsinn. Was über Kullen? Das Dorf stand an der Tyvili-Küste und hat das Meer überblickt. Es war eine der ersten Siedlungen, die der Invasion der Tuatha zum Opfer fielen. Kullen ist seit Jahren verlassen. Man sollte es einfach vergessen. Anela aber war entschlossen, es wieder aufzubauen. Gott. Ich habe ihr gesagt, es ist zu gefährlich. Ja. Warum hat sie nicht auf mich gehört? Ja, machen wir. Wir machen das aus den Ruinen. Bibibi, das machen wir jetzt. Da reisen wir doch glatt mal hin. Weltkarte. Und schön, dass ich bei Kullen schon war. Dann geht das da auch noch gleich ein bisschen schneller hin. Bin ich jetzt schon wieder in derselben Stadt? Nein, ich bin in Kullen. So sieht's aus hier. Da ich hier überall schon mal ein bisschen rumgelaufen bin. Aber ich habe hier noch gar nichts gemacht. Außer damals irgendwelche Monsterchen besiegt und ja, nur ganz grob mir das angeguckt. Das sieht man, dass die Truhe schon offen ist, aber wirklich nicht mehr. Deswegen bin ich gerne mal hier, um zu gucken, warum, was hier los ist. Ja, die habe ich, glaube ich, hier besiegt. Ne? Das kann schon sein. Hier soll ich hin. In den Keller. Okay. Oh nein. Sie haben mich gefunden. Ja, ich habe dich gefunden. Nein, alles gut. Mitaru sei Dank. Ich dachte, ich würde hier sterben. Der letzte Siedler Kullens. Allein. Anela, ist sie am Leben? Anela und die Sammler waren nicht da, als die Tuatha kamen. Es war ein Massaker, bis sie zurückkehrten und sie vertrieben. Sie und die anderen sind nach Virki aufgebrochen, von wo sie laut Anela gekommen waren. Wenn ihr sie lebend finden wollt, solltet ihr euch beeilen. Na toll, wo ist Anela jetzt? Virki. Geht nach Süden durch den engen Pass und wendet euch dann nach Osten. Wenn ihr sie retten wollt, solltet ihr rasch aufbrechen. Hm. Toll. Na dann, haben wir ja was Schönes zu tun bekommen für den nächsten Part. Und das werden wir dann wohl machen. Wir sehen uns im nächsten Part. Part von Kingdoms of Amalur Reckoning. Was fliegen hier eigentlich für riesige Vögel lang? Na gut, okay, bin ja mal gespannt, was noch so alles auf uns zukommt. Bis dann!